Ich heiße Kevin Keegan, komme aus Liverpool, bin verheiratet, 27 Jahre alt. Gelernt habe ich kaufmännische Angestellte. Und Krohn, der erfolgreiche Generalmanager, holt den Superstar nach Hamburg. Aufmerksam geworden durch ein Interview in der BBC. Er suche eine neue Herausforderung. Und da habe ich gedacht, also Weltstar suche ich, da ein noch relativ junger Mann in den besten Fußballjahren, wenn der eine neue Herausforderung sucht, versuche es doch mal. Mit Erfolg. Keegan von Beginn an der Publikumsliebling. Die Fans geben dem kleinen Engländer seinen Spitznamen. Mighty Mouse, die mächtige Maus. Es war vielleicht auch eine große Sehnsucht der breiten Masse in Hamburg, nun endlich wieder einen Superstar zu haben. Es war ja ein paar Jährchen her, dass Uwe Seeler aufgehört hatte für die Schulz. Aber Kevin Keegan tut sich zunächst schwer in seiner ersten Saison. Weder unter Trainer Gutendorf noch mit seinen Teamkollegen kommt er klar. Abseits des Platzes zieht Keegan sich zurück. Mit seiner Frau Jean wohnt er in einem Bungalow nördlich von Hamburg. Sportlich ändert sich alles in Keegans zweiter Saison. Günther Netzer, der Manager des HSV, verpflichtet Branko Sebic als Trainer. Durch sein hartes Training wird der HSV 79 deutscher Meister. Keegan erzielt in der Saison 17 Tore und wird zum zweiten Mal Europas Fußballer des Jahres. 40.000 Menschen empfangen die Meistermannschaft auf dem Rathausmarkt. Ein unvergesslicher Tag für Kevin Keegan. Das war fantastisch. Wir sind zurück zum Rathaus und haben die Schale bekommen. Wir hatten damals ein so starkes Team. Das ist der Grund, warum wir Meister wurden. Keegan ist aber nicht nur sportlich erfolgreich. Mit Head Over Heels stürmt er auch noch die Charts. Trotz seiner großen Beliebtheit verlässt Keegan den HSV. Ich fühle mich heute Abend vielleicht sehr, sehr traurig. Aber das Leben geht immer weiter. Nach 3 Jahren kehrt er zurück nach England. Der erste ausländische Superstar der Bundesliga.